Seine Stimme ist bei jedem Song Contest gewichtig. Der norwegische Fernsehproduzent Jon Ola Sand ist seit 4 Jahren Supervisor und damit quasi Oberchef des riesigen TV-Events. Das ganze Jahr über arbeitet er gemeinsam mit seinem Team daran, dass die großen Shows reibungslos über die Bühne gehen. Wieso er Wien als Austragungsort schätzt und warum er Conchitas Sieg vorhergesehen hat, das hat er uns im Exklusivinterview hier in Wien verraten. Eigentlich müsste er sich permanent 1000 teilen. Jon Ola Sand ist für alles zuständig als Supervisor. Der erst seit 4 Jahren ist. Seine Karriere beim Song Contest hat allerdings schon viel früher begonnen. 1998 arbeitstechnisch und gefühlsmäßig noch weit davor. Ich bin mit dem Song Contest aufgewachsen, habe jedes Jahr mit meiner Familie auf dem Sofa ganz fasziniert zugeschaut. Heute fasziniert mich vor allem das Brückenschlagen zwischen Nationen und Kulturen. Da ist etwas entstanden, das es nirgendwo auf der ganzen Welt gibt. Bei den Übertragungen tritt er immer kurz vor der Wertung in Erscheinung. 2011 in Düsseldorf, 2012 in Baku, 2013 in Malmö, 2014 in Kopenhagen. Selbst für den hartgesottenen TV-Profi ein unvergesslicher Moment. Ich habe Conchita während der Proben gesehen in Kopenhagen und ich habe einfach nur wow gesagt. Sie hat so einen Moment in Europa kreiert, den Moment, für den sich die Menschen mit ihrem Voting bedanken wollten. Für mich war klar, der Sieg, der Ruhm, der kommt jetzt nach Österreich. Thanks. Nach Österreich, nach Wien, in dem Jon Ola Sand bereits jetzt Promi-Status hat. Wenn man an Wien denkt, denkt man vielleicht an diese klassische, verschlafene Stadt. Ich war schon so oft hier und Wien ist so viel mehr. Ich freue mich so, dass nun viele den Vibe dieser Stadt erleben können. Und ihre süßen Verführungen. Ich werde bis zum Mai viele Wochen hier sein. Ich muss da echt aufpassen. Ein Brückenbauer, der nicht an, sondern umsetzen will und dafür nicht nur unternehmerische, sondern auch sprachliche Überraschungen mitbringt. Schmeckt gut, schmeckt sehr gut.